I'm Harry, high and low. Don't ask me why, don't know. I wanted long, straight, curly, fuzzy, snaggy, shaggy, ratty, matty, oily, greasy, fleecy, shiny, gleaming, steaming, waxing, wax. Naughty, polka dotted, twisted, beady, braided. Ich war jetzt lange krank, hab aber mitbekommen, da soll irgendwas im Busch sein, dass Sumi sich eventuell die Haare abschneidet. Sumi schneidet sich ja jetzt die Haare, ne? Finde ich total doof. Echt? Ja, dann sieht die vielleicht so aus wie du. Was? So kurz macht ihr die, glaube ich, nicht. Ich dachte, sie macht's ganz kurz. Ganz kurz? Ja, so, hier so. Finde ich cool, Sigourney Weaver in Alien sah klasse damit aus. Und auch Mr. T, B.A. Baracus, hat ja auch keine Haare, sieht auch klasse aus. Also Sumi, ab damit, ich lasse dafür wachsen. Also, meinst du nicht, die sieht dann aus wie ein Junge? Es gibt ja auch modische Kurzhaarfrisuren für Frauen. Wie? Also ab? Es ist auf jeden Fall mal was anderes als immer die Entscheidung morgens, Pferdeschwanz oder Haare offen. Ja, das stimmt natürlich. Damit kann man dann nur Haare offen oder was. Na, ist ja egal, vielleicht stimmt's ja einfach nicht. Wir verabschieden uns mit einem ganz, ganz lieben, netten, fröhlichen Abschiedsbild. Das gilt auch an den ganz an der Ecke sitzenden Daniel, der überhaupt nicht lachen möchte. Okay, eins, zwei. Und? Mal gucken, ich check jetzt, ob Daniel gelacht hat. Nein. Daniel, du kriegst für dein heutiges Lächeln eine 6. Super sympathische Lächeln, ja. Christoph hat überhaupt nicht aufgepasst, kriegt eine 5 minus. So schläft. Ja. Die Augen zu. Carsten ist ganz gut. Ganz locker. Kriegst eine 3. Ich war gerade mit meinen Gedanken woanders. Das sieht so aus, als ob ich dich geschlagen habe, deswegen kriegst du eine 2 minus. Du hast mich geschlagen. Hat bloß keiner mitbekommen. Ich gebe mir selbst eine 4. Und Thomas kriegt eine 2. Fishy for compliments. Und du hast auch nicht so hingeguckt, deswegen kriegst du eine 2 minus. Ich war nicht so schnell. Ja, das ist schön. Das kriegen wir morgen bestimmt noch besser hin. Ja, du bist Klassenerster. Klassenerster, aber... Wie immer, früher auch in der Schule, dein Thomas. Thema, das brennt. Das hat gebrannt heute. Ja, auf der jeden Urknall, Fall. Der Urknall, wie hört er sich nun an? Ja, das kann man ja runterladen. Das hört sich vor allen Dingen seltsam an. Es löst komische Gefühle aus. Hast du es gehört? Ich habe es ja eben hier vorgestellt, habe das Studio beben lassen. Wie fandst du es? Also man kriegt Angst. Also ich bin glücklich, dass ich beim Urknall nicht dabei war, würde ich einfach sagen. Ja, aber vielleicht waren wir ja schon alle geplant damals. Ich würde gerne mal an den Rand des Universums reisen und von da aus an der anderen Seite wieder rein. Zum Beispiel? Ja. Zum Beispiel? Hat die Community dazu, hatten die dazu eine Meinung, die eigentlich auch so in die Richtung geht, dass der Urknall so sich anhören könnte? Oder es war ja eigentlich eher so, dass sie gesagt haben, wie kann das sein? Also es waren natürlich alle Leute eher überrascht darüber, dass es eben kein richtiger Knall war, sondern eher so ein lauter werdendes Geräusch, wie von einem Flugzeug. Mhm. Und ganz interessant war aber die Diskussion darüber, ob sich dieser Schall überhaupt im Vakuum ausbreiten kann oder nicht. Und da gibt es auch immer noch im Comments-Bereich eine große Diskussion. Sehr schön. Und ihr könnt weiter diskutieren. Wie hört sich der Urknall an? Hört er sich so an wie das Soundfall beim Netbeat? Ihr müsst es einfach mal nachchecken. Das Help Center, der Virenschutz, der ist, glaube ich, gar nicht so schwierig. Man muss gar nicht so viele Sachen haben, sondern eigentlich nur beachten. Das ist wahr. Obwohl das Thema genauso gebrummt hat wie Martins Urknall. Also auch so tief. Und auch vor allen Dingen tiefgründig. Ja. Denn im Endeffekt ist es kann relativ einfach sein, es kann sogar kostenlos sein. Es gibt richtig gute Virenscanner, die umsonst sind, also die wirklich kostenlos sind, die nicht umsonst, aber kostenlos sind. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die man halt selbst beachten muss, wie keine E-Mail-Anhänge öffnen, die man halt sowieso nicht kennt oder egal wo, Punkt, weiß ich nicht, Punkt Excel steht. Excel niemals. Niemals? Echt nicht? Nee, bloß nicht. Okay. Ja, da ist man Siehst immer du eine sehr, sehr, sehr vorsichtig. Ist es eine Hexe? Also sollte man sehr vorsichtig sein. Genau, also diese Sachen unbedingt beachten. Und wenn ihr noch mehr Gründe und Tipps haben wollt, dass der PC-Schutz gar nicht so schwierig ist, ne, müsst ihr einfach beim Help Center vorbeischauen auf giga.de. Und jetzt kommen die Gäste von morgen, auf die sich der Thomas freut wie ein Schneekönig. Und der Martin auch. Und wir alle freuen uns. Wer kommt? Erstmal kommt die Nation, die Nation. Ne, das ist der Dicke von Popstars. Ja, der zugegebenermaßen über 100 Kilo wiegt. Hat er gesagt, 118 oder so. Und was. Wozu? Zu Recht. Ja, genau. Und der ist da mit einem neuen Song, Two Tribes, heißt das so? Mhm. The First Mission, in Klammern. Genau.
sehr schön. Dass die immer so Doppeltitel und, haben und, müssen. Und, jetzt kommen die Mädels. Jetzt kommt das Wichtigste, die Preluders sind morgen da. Yay! Mit Everyday Girl. Und ich muss euch leider schon verlassen, denn heute Abend gibt es auch noch einiges. Ihr könnt euch schon mal freuen auf die Gigaparty. Und dann gibt es unter anderem natürlich ab 21 Uhr Gigahelp mit Stiftung Gigatest. Die Radeon 9800 XT wird unter die Lupe genommen. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Dann 49 Win ab 21:45 und dann um 22 Uhr Giga Games mit einem fetten Thema für die PCler: Spellforce, The Order of Dawn. Das dürft ihr nicht verpassen und heute Abend habt ihr hoffentlich auch nur Giga im Kopf. Morgen sind wir wieder da ab 15 Uhr. Seid gespannt. Tschüss.